Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein Brötchenrezept und zwar habe ich Dinkelweizen-Vollkornbrötchen gebacken. Die Brötchen bestehen zu 60% aus Dinkel, zu 40% aus Weizen und ich habe auch hier in diesem Rezept das Mehl selbst gemahlen. Das heißt, ich habe mein eigenes Vollkornmehl verwendet aus Dinkel- und Weizenkörnern und bei diesem Rezept ist es so, die Brötchen sind einfach zu machen, also von der Verarbeitung her, aber man muss viel Zeit einberechnen. Das heißt, wenn ich am Sonntag die Brötchen haben möchte, muss ich schon am Freitag den Teig ansetzen, Samstag den Teig dann falten und stretchen und am Sonntag kann ich sie dann backen. Also wenn ihr Frühstücksbrötchen haben möchtet, dann könnt ihr einfach auf meinem Blog schauen, da steht dann nochmal die genaue Zubereitungsweise und vor allem die Uhrzeit mit dabei, sodass man wirklich sonntags früh frische Brötchen hat. Was ich ganz gut finde, ich habe jetzt die Menge für 30 Brötchen und ihr könnt die auch wirklich die gesamte Menge machen und die Brötchen dann auch einfrieren und dann einfach bei Bedarf 5 Minuten im Backofen aufbacken und dann habt ihr eben auch frische Brötchen. Die Brötchen müssen nicht extra geformt werden, das heißt, die werden geschnitten. So sieht jedes Brötchen auch individuell aus, immer richtig schön aus. Und ihr hört auch schon, von außen sind sie richtig schön knusprig. Das ist jetzt sogar noch warm. Und von innen richtig schön luftig und locker. Und vor allem durch das Vollkornmehl habe ich richtig den kräftigen Geschmack mit dabei. Wirklich die kompletten Nährstoffe, Ballaststoffe und Mineralstoffe mit dabei. Und es ist sozusagen wirklich auch ein echt gesundes Brötchen. Und es riecht halt einfach sehr lecker. Und es schmeckt auch sehr lecker. Und ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter, sondern zeige euch jetzt mal die Zutaten, die ihr für diese Vollkornbrötchen benötigt. Für den Sauerteig brauche ich 400 Gramm Dinkelkörner, 400 Gramm Hefewasser. Für den Vorteig brauche ich nochmal 400 Gramm Dinkelkörner, 533 Gramm Weizenkörner, 666 Gramm Wasser und 28 Gramm Salz. Für dieses Rezept könnt ihr natürlich auch Weizenvollkornmehl und Dinkelvollkornmehl bereits gemahlen kaufen, aber ich finde, es ist immer besser, das Korn selber zu mahlen, denn man hat da wirklich noch alle tollen Nährstoffe mit dabei und vor allem riecht's und schmeckt man es wirklich. Jetzt kommt das Ganze, also die Körner kommen jetzt in eine Getreidemühle. Richtig gut. Und die werden jetzt ganz fein gemahlen. Und das mache ich jetzt einfach nacheinander. Die ersten Dinkelvollkörner, die werde ich jetzt mahlen und dann hier rein umfüllen. Hier werde ich nämlich den Sauerteig machen. Und die nächsten zwei, die kann ich alle in eine Schüssel fallen lassen, denn das wird dann der Vorteig. Das Mehl ist jetzt fertig, das gebe ich jetzt in eine große Schüssel. Das wird jetzt der Sauerteig, das heißt, hier kommt jetzt das Hefewasser drauf. Und jetzt wird gleich alles gut durchgemischt. Um Zeit zu sparen, stelle ich jetzt hier nochmal die Schüssel drunter und gebe jetzt gleich auch nochmal diese Dinkelkörner rein und danach auch gleich die Weizenkörner, um daraus dann den Vorteig zuzubereiten. Die Körner sind jetzt gemahlen, jetzt kann ich den Vorteig machen. Das heißt, hier kommt noch das Salz mit dazu und das Wasser. Und das mache ich jetzt hier in der Schüssel, die ist nämlich schön groß. Und das Ganze wird jetzt einfach gut durchgerührt. Jetzt könnt ihr den Kochlöffel nehmen oder auch einfach die Hand nehmen, was eben besser geht. Den Sauerteig habe ich bereits abgedeckt, jetzt decke ich noch den Vorteig ab und dann kann ich beides über Nacht bei Raumtemperatur stehen lassen für etwa 12 bis 15 Stunden. So sehen jetzt beide Teige nach der Wartezeit aus und jetzt muss ich beide verbinden und brauche gleich noch zwei Zutaten und zwar habe ich jetzt hier 90 Gramm Wasser und 53 Gramm Olivenöl. Zuerst werden jetzt beide Teige verbunden, das heißt, ich gebe jetzt den Vorteig zum Sauerteig und verknete das jetzt gut. Jetzt kommt das Wasser mit rein. Ui. Und jetzt kneten, bis das Wasser vollständig mit dem Teig verbunden ist. Jetzt kommt das Olivenöl noch mit dazu und jetzt auch noch mal ein bisschen kneten. Ich würde sagen ordentlich kneten, aber das ist echt fast keine Knetarbeit. Geht fast von ganz alleine.
So sieht der Teig jetzt aus und den werde ich jetzt gleich nochmal aufgehen lassen. Dafür nehme ich jetzt eine große Schüssel. Ich nehme jetzt eine rechteckige und die wird jetzt gefettet. Ich glaube, ich nehme das ganze Fett, denn meine Schüssel ist nicht ganz ideal. Die hat unten so ein paar Rillen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. So, und da habe ich jetzt auch einfach Olivenöl genommen. Jetzt kommt hier der Teig rein und ihr seht jetzt auch schon an der Konsistenz, der ist noch sehr weich und den könnte ich ja jetzt nicht so Brötchen formen. Und ich zeige euch gleich, wie man das macht. Um den Teig gleich besser in Form zu bekommen, muss ich den Teig jetzt falten. Davon habt ihr vielleicht schon gehört, Fold and Stretch. Das heißt, er wird jetzt gestreckt und gefaltet. So kann ich ja den Teig gar nicht in Form bringen, der fällt ja immer auseinander. Wie bei Wolle zum Beispiel. Wenn ich jetzt Wolle einfach nehme und zusammendrücke, bleibt sie nicht in Form. Ich muss sie aufrollen. Das heißt, ich rolle sozusagen den Teig auf. Eine eckige Form ist deswegen gut, weil man sich gut merken kann, welche Seite muss ich jetzt als nächstes falten. Das heißt, Hände in Wasser, dann klebt es nicht. Jetzt von außen den Teig fassen und jetzt ziehen und in die Mitte falten. Und jetzt die gegenüberliegende Seite. Von außen nehmen, ziehen und falten. Hoppala, der ist jetzt gerissen. Beim nächsten Mal geht es besser. Und jetzt die zwei übrigen Seiten. Hochziehen und falten. Und hochziehen und falten. Und jetzt muss ich den Teig noch drehen. Das heißt, so dass die Naht sozusagen unten ist. Den Teig werde ich jetzt abdecken und in der nächsten Runde zeige ich euch das Ganze noch einmal. Und der braucht jetzt eine Stunde Ruhezeit. Das heißt, ich stelle ihn jetzt einfach abgedeckt hier wieder in die Küche bei Raumtemperatur, lasse ihn eine Stunde aufgehen und den Vorgang werde ich dann noch zweimal machen. Nach der Teigruhe kann ich den Teig jetzt erneut falten und wieder vorsichtig nehmen und dann einfach nach vorne schmeißen. Und jetzt wieder umdrehen, mit der Naht nach unten. Und so werde ich den Teig jetzt noch einmal abdecken, für eine Stunde ruhen lassen und dann kommt noch mal ein Falt- und Stretch-Prozess. Das war jetzt die letzte Faltung und von Mal zu Mal wird es auch immer einfacher und immer besser. Jetzt werde ich den Teig abdecken und in den Kühlschrank stellen und muss jetzt nochmal 12 Stunden warten. So sieht jetzt der Brötchenteig aus. Er ist richtig toll aufgegangen. Jetzt werde ich ihn rausstürzen, aber vorher die Oberfläche mit etwas Grieß bestreuen. Was heißt etwas? Ein bisschen viel, damit es eben nicht auf der Unterlage klebt. Und jetzt nehme ich einfach einen Tortenretter. Ihr könnt auch ein Backblech nehmen, was eben gerade ist. Ohne Löcher natürlich. Einfach eine ebene Fläche und jetzt drauf stürzen. So, und jetzt den Teig ein bisschen ziehen, bis er etwa eine Höhe von 5 cm hat. Streue ich da auch noch mal ein bisschen was drauf, dann klebt es nicht. Jetzt werde ich den Teig abdecken und noch mal für etwa 30 bis 45 Minuten aufgehen lassen. Jetzt ist der Teig soweit und ich kann jetzt endlich die Brötchen formen. Ich habe jetzt hier diese große Teigplatte und daraus werde ich jetzt 30 Brötchen bekommen. Das heißt, ich halbiere den Teig hier, schneide hier insgesamt 6 Bahnen und hier daneben 5.
Und die lege ich jetzt mit der Oberfläche nach unten auf ein Backblech. Und da habe ich jetzt einfach eine Dauerbackfolie drauf und kann die so gleich backen. Jetzt besprühe ich die Teiglinge mit Wasser. Und zwar beugt es vor, dass die jetzt im Ofen zu sehr einreißen. Also sie werden trotzdem einreißen, aber so bleibt die Oberfläche einfach schön weich. Und es ist viel, viel besser beim Backen. Und ich habe jetzt auch schon ein Schälchen voll Wasser auf den Boden des Backofens gestellt. Das sorgt nochmal zusätzlich für Feuchtigkeit. Und so kommen sie jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 240 Grad Oberunterhitze mit einem Wasserschälchen drunter für etwa 18 bis 22 Minuten, bis die Oberfläche schön goldbraun ist. Die Brötchen sind jetzt fertig. Das eine habe ich jetzt auch schon aufgerissen und die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Und jetzt probiere ich mal eins, wobei ich habe die schon gegessen, aber egal. Super lecker, vor allem sehr, sehr kräftig im Geschmack und ich finde, das sind einfach die perfekten Sonntagsbrötchen. Im Prinzip könnt ihr, wenn ihr möchtet, die Brötchen, wenn sie sowieso mit Wasser benetzt sind, einfach auch mit Mohn oder mit Sesam auch bestreuen und so auch verschiedene Brötchen machen. Das gesamte Rezept findet ihr nochmal auf sallys-blog.de und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und ich werde jetzt den Rest hier einfrieren und dann am Sonntag mit zu meiner Mama nehmen zum gemeinsamen Familienfrühstück. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!